Hallola und seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Dendron zu einem neuen Part Pokémon Ultramond mit dem Zwergenfürst. Wir sind hier bei Mazurika in der Butze, also sozusagen im Hausboot. Und hier soll wohl jetzt die achte Inselprüfung stattfinden. Die Herausforderung des Captains. Sie ist der Captain. Sprechen wir mal mit ihr und finden heraus, was ihre Aufgabe, ihre Prüfung ist. Auf geht's. Dass du hier besuchen kommst, bedeutet sicher, dass du meine Prüfung ablegen willst. Habe ich recht? Ganz richtig. Losgehen. Mach dich bereit. Es ist Prüfungszeit. Die Prüfung beginnt. Mal wieder eine neue Prüfung. Okay, du musst Folgendes tun. Gegen mich kämpfen. Was? Nur kämpfen? Wie wär's mit einer kreativen Prüfung? Zum Beispiel was zeichnen oder irgendwas lösen, Rätsel lösen oder was weiß ich. Captain Mazurika fordert dich heraus. Na dann, hau rein. In 3 Pokémon hat sie. Dann, ja, bekämpfen wir sie mal. Haben wir dann die Prüfung bestanden? Ach ja, stimmt, Galopadis habe ich noch im Team. Das werde ich jetzt natürlich nicht unbedingt sofort einsetzen. Am liebsten sogar gar nicht. Also, Dragon, komm du raus. Tu dein Bestes. Besiege Mazurikas Pokémon, besiege Mazurikas Mazurikas Flunkiefer. Vielleicht mit Drachenklaue, vielleicht könnte das gelingen. Hat keine Wirkung auf Flunkiefer, okay. Das hat aber Wirkung auf Dragon. Dragon wurde besiegt. Ja, und wird hier im Haushalt gekämpft. Dann wird nicht zum Kämpfen nach draußen gegangen, sondern einfach im Atelier. Wird einfach alles niedergemetzelt und nieder. Gestoßen hier und keine Rücksicht auf Mobiliar oder Einrichtungsgegenstände genommen. Eisenschädel. Uha! Das schadet Lenny sehr. Aber Lenny konnte schon ein bisschen was abziehen. So, Steve ist immerhin Level 50. Ja. Wieder Sprachprobleme hier. Bohrstabe, das dürfte doch was bringen, oder? Dürfte vielleicht auch was aushalten. Ist immerhin nur ein Level unter dem Flunkiefer. Okay, da habe ich mir mehr erwartet von der Attacke von Steve, aber was soll's. Dann setze ich wohl noch einen Trank ein. Trinke habe ich ja genügend da. Tranke. Super Trank auf Steve. Und wir haben noch 2 weitere Pokémon, wenn wir das hier besiegt haben. Also. Ja. Dann sollten wir schon irgendwie. Wenn die Pokémon am Leben bleiben. Nitro-Ladung, wie sieht's denn damit aus? Ah, Knuddler. Komm, halt's aus, komm. Ach Mann, ich sagte halt es aus, Mann. Das bisschen jetzt auch noch. So ein NKP hättest noch haben können, hättest die letzte Attacke noch einsetzen können. Naja. Jetzt ist wohl Hoodie an der Reihe. Ich merke schon, mein Team ist wahnsinnig unter der Welt. Ich setze trotzdem die Set-Attacke ein. Boah, ich kann auch heute nicht mehr reden. Ist heute auch irgendwie der Wurm drin. Entschuldigt das. Hoodie hüllt sich in Setkraft. Hoodie nimmt all seine Kraft zusammen und setzt eine Setkraft ein. Eine Setattacke. Schatten, Feldregen. Jo. Ich hoffe, es wirkt auch. Es bringt was. Ich habe es nicht umsonst eingesetzt. Ja. Umsonst war es nicht. Es hat was gebracht. Das erste von 3 Pokémon ist besiegt. Und bei mir ist schon das ganze Team schon fast am Boden. Wir kämpfen trotzdem weiter. Granbull ist dran. Okay. Das zu seinem zweiten Pokémon. Wie wär's denn mit einem Hypertrank?
auch wenn die Möglichkeit besteht, dass Granbo jetzt mit einem Schlag Rudi E. zu Boden ringt. Oh, Knuddler ist wohl jetzt hier die Lieblingsattacke von Matsurika. Ich versuche nochmal Laubklinge einzusetzen. Ja, darf ich sogar einmal. Sehr schön, das bringt sehr viel. Darf noch einmal einen Trank einsetzen, hat es das letzte Mal gebracht. Hat es gebracht. Also, ja. Vielleicht können wir das Granbull sogar besiegen. Ich setze nicht alles drauf, aber vielleicht könnte es ja klappen. Ja, Laubklinge. Nice, haben wir so geschafft. Da war es nur noch eins. Diesmal kriegen wir es vielleicht sogar hin. Mit ein paar Tränken noch könnten wir es hinkriegen. Was, Bundlebee? Bundlebee. Okay. Das ist diese Biene dort. Pollenknödel. Ja, ich hätte vielleicht einen Trank einsetzen können, dann hätte es eventuell was gebracht, aber... Jo, nee. Pikachu hat auch eine sehr effektive Attacke. Das ist wahrscheinlich Eisen... Wie heißt die Attacke? Eisenschweif. Ja, die ist sehr effektiv. Komm, lass ihn einsetzen. Huha! Pollenknödel ist sehr effektiv. Ja, ich nutze mal Galoppa dazu, um halt Hoodie mal zu beleben. Vielleicht auch noch Pikachu. Also ich will es jetzt wirklich nicht als kämpfendes Pokémon einsetzen. Das halte ich jetzt doch für unrecht bei diesem Kampf. Ich will es doch vermeiden, wenn es möglich ist. Und ich nutze es jetzt einfach mal, da es auch ein bisschen einstecken kann, dafür, dass Hoodie jetzt mal voll aufgeladen werden kann. Psychokinese. Sag mir bitte, das hält das aus. Ja, locker. Das hält noch mehr aus. Das ist Level 100. Hypertrank auf Hoodie. Könnte sogar sein, dass das ganze Team fast heilen könnte. Mit dem Galoppa. Na, das ganze Team bestimmt nicht, aber kann zumindest ein bisschen mein Team wieder aufstocken. Das ist schon sehr nützlich und hilfreich, wenn man sowas im Team hat. Ja, Pikachu bräuchte ich noch. Kriegt einen Beleber und gleich noch einen Trank. So läuft das hier. Und Galoppa steht als, ja, als Strohpuppe vorne im Kampf. Tut mir leid, dass du das heute mal machen musst, Galoppa. Ist irgendwie ein bisschen unhuman, aber ja, die eine Funktion musst du heute mal haben. Ja, ich würde mal sagen, ich tausche direkt mal zu Hoodie, damit es nicht langweilig wird hier. Der kann nämlich auch mal eingreifen. Ich kann mal angreifen und eingreifen. Eingreifen in das Kampfgeschehen. Psychokinese. Mal sehen, was das auf Hoodie wirkt. Okay, akzeptabel. Dann einmal Pflücker einsetzen, bitte. Pollenknödel. Okay, das hat reingehauen. Beim letzten Mal. Okay, Pflücker, das haut hoffentlich genauso rein. Boah, nice. Ich will jetzt noch einen Trank einsetzen, dann kriegen wir das vielleicht noch hin. Drei Tränke, damit jetzt zwei Tränke haben wir noch. Hypertränke natürlich. Auf Lager. Pollenknödel. Das ist eine Attacke, die hat es in sich. Oha. Na, Halleluja. So, noch einmal. Darf ich noch einmal? Nein, darf ich wahrscheinlich nicht. Pollenknödel. Boah, das hat eine Schlagkraft, dieses Pollenknödel. So, Pikachu und Galoppa hätten wir noch. Pikachu, halt's durch. Du bist dran. Und das ist auch eine sehr effektive Attacke. Eisenschweif. Komm. Halt aus und hau rein. Naja, halt aus. Sieht anders aus. Es reimt sich, deshalb stimmt's. Also nicht mehr auf Pikachu setzen, sondern lieber auf Hoodie und gegebenenfalls auf Steve. Also Steve war, glaube ich, auch ganz gut im Kurs. Also ich würde mal zumindest erstmal auf das Hoodie setzen, weil das hat es gerade schon gut geschafft. Einmal ein Beleber für den lieben Hoodie. Dann haben wir das heute ganz ohne Schummeln geschafft. Naja, ganz ohne Schummeln jetzt nicht. Also Galoppa ist schon irgendwie ein bisschen ein schönes Schutzschild. Haben wir noch einen Hypertrank? Ja, zwei haben wir noch. Dann einmal einen Hypertrank für Hoodie.
dann Hoodie gleich nochmal ausholen und den Rest erledigen. Den holen wir gleich mal ins Team, holen wir hier gleich in den Kampf. So, Galoppan kommt zurück. Du bist dran, Hoodie. Strecken dich ein bisschen an. Hoodie wird mit Psychokinese konfrontiert. Das hält er locker aus. Und kann noch einmal Pflücker einsetzen und das Bundlebee vom Boden pflücken. Aus dem Boden pflücken. Na komm, mach dem Ganzen ein Ende. Ja, wir haben es gepflückt. Wir haben das Team von Matsurika gepflückt, besiegt und bezwungen. Haben wir damit jetzt die Prüfung bestanden. Wow, wie stark bist du denn? Da falle ich ja aus allen Wolken. Sein Fehler mit 6120 Pokémon-Dollar geht sich aus dem Kampf gegen Matsurika, der Captain von Pony, hervor. Ich habe ja mir mehr eine Malprüfung oder sowas vorgestellt bei Matsurika. Die ist ja so die künstlerische. Da steht eine Leinwand, sie hat Pinsel auf dem Rücken. Aber ja gut, wenn wir noch kämpfen sollen. Wow, deine Insemination scheint etwas ganz Besonderes gewesen zu sein. Hier, du bekommst von mir dieses Blütenblatt als Beweis dafür, dass du mich besiegt hast. Blütenblatt? Ich will einen anerkannten Beweis dafür, dass ich die Prüfung bestanden habe. So ein Zeitkristall, den brauche ich. Du erhältst das Item Rosa Blatt. Rosa Blatt wurde in der Basis-Item-Stash verstaut. Kann sein, dass die ein bisschen, wollte ich gerade sagen, ein bisschen naiv ist, aber sie sagt gerade, die Prüfung ist noch nicht vorbei. Aber meine Prüfung ist noch nicht vorbei. Ich möchte, dass du bei allen Captains Alolas vorbeischaust und dir von jedem ein Blütenblatt abholst. Warte, heißt das, ich muss alle Captains nochmal besiegen? Das ist eine Prüfung. Ja. Die hat's in sich. Damit können wir dann eine Blume machen oder was? Ja, dann schauen wir mal bei den Captains vorbei oder was? Gibt es einen Hinweis, wo ich hin soll, wo es den ersten gibt oder wo die sich aufhalten? Haben die irgendeinen Aufenthaltsstandpunkt? Ilima müsste irgendwo auf der Route 2 sein. Dort ist schließlich auch die Vegetationshöhle. Wenn du ihn nicht findest, könntest du den Prüfungshelfer in der Nähe der Höhle fragen. Ihn? Ilima, ist das nicht eine Frau? Seit wann ist Ilima ein Mann? Okay, das wäre mir neu. Na dann auf nach Mele Mele. Besiegen wir nochmal den Captain von Mele Mele. So schwer wird es ja nicht sein. Haben wir ja schon mal besiegt. Noch einmal kriegen wir es hin. Vegetationshöhle, Prüfungsbereich. Sie sagte doch irgendwo zwischen Route 2 und der Vegetationshöhle. Das heißt nicht in der Vegetationshöhle. Oder wie? Ilima, bist du hier irgendwo? Hallöchen. Kannst du mir was sagen? Wow, ich hätte dich fast nicht wiedererkannt. Du bist ein ganz anderer Mensch als damals, als du Ilimas Prüfung absolviert hast. Falls du Ilima suchst, wie er befindet sich gerade auf dem Hauhodi-Friedhof. Seit wann ist sie ein Er? Ich habe Ilima immer für eine Sie gehalten. Der Friedhof ist doch in diese Richtung, oder? Ach, wildes Pokémon. Doch hier auf Mele Mele ganz schwach. Ritan wild erscheint. Ja, welches Level? Komm, zeig an. Oh, ich hätte vielleicht zum. Ja, ich hätte zur Level 11. Okay. Hätte zum Pokémon Center gehen müssen. Mach ich auch gleich noch. Egal wie stark Ilima jetzt wird. Es ist. Ja, ich soll jetzt vielleicht mal ein Pokémon-Team vorher aufladen. Ja, da fehlen mir gleich die Worte. Dass ich das bis jetzt noch nicht gemacht habe. Dass ich das bis gerade eben noch nicht gemacht habe. Da fehlen mir die Worte, genau. Kann einem auch die Worte fehlen. Auch schon wieder ein wildes Pokémon. Was ist denn hier los? Ruf, da sind wir. Ruht in Frieden, Pokémon. Und wen haben wir denn hier? Marini. Hey, du hättest doch mal warten können. Man wird sich doch wohl noch 5 Minuten darüber freuen dürfen, ihn mal besiegt zu haben. Übrigens, Zwergfee. Ich habe schon von Gladio gehört. Du hast also nicht Alola gerettet. Wie? Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie stolz es mich macht,
dass ich meine Inselwanderschaft mit meinem tollen Trainer wie dir begonnen habe. Achso, nicht. Also der hat dann. Was hat er gesagt? Hat er gesagt, ich habe nichts gerettet? Okay, ich bin verlesen. Das spurt mich total an. Immerhin will ich dir ja nichts nachstehen. Kämpfe aus Jux und Tollerei sind natürlich in Ordnung. Auch wenn man sich zu sehr auf den Spaß konzentriert, anstatt sein Bestes zu geben, ist das den hart erkämpften Pokémon gegenüber schon irgendwie unfair. Stimmt's, Paribene? Marini. Ich weiß, dass du gewinnen willst. Wir werden dafür sorgen, dass du deinen Wunsch Wirklichkeit wird. Und bevor ich's vergesse, sagen wir, ich habe ein Doppel-Elixier für dich. Setz es ein, wenn sich im Kampf zu sehr in die Länge zieht. Nur ist das ein Doppel-Elixier. Hui, 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 der hat aber hier einen ganz schön langen Dialog. Wenn wir beide unsere Inselwanderschaft abgeschlossen haben, müssen wir bei einem Kampf mal so richtig ernst machen. Um als Trainer zu gewinnen, sollte man mit seinen Pokémon auf derselben Wellenlänge sein, um so Spaß haben zu können. Ich werde diesen Ansatz perfektionieren. Der Tardihead. Die habe ich von Anfang an so synchronisiert und muss auch weiter synchronisieren. Puh, und wenn er dann so lange Dialoge hat, das ist schlimm. Wo ist denn jetzt Elima? Captain Elima? Wo bist du, Mann? Ja, auf dem Friedhof. Ach, da ist er. Er sie ist. Hallöchen, ich bin's, Captain Elima. Du hast ja ziemlich viele Z-Kristalle gesammelt, Zwangfee. Du leuchtest förmlich. So ein Leuchten oder Glänzen oder wie auch immer man es nennen mag, ist wichtig. Meine Mutter war früher Theaterschauspielerin und ist daher viel herumgekommen. Seit meiner Kindheit habe ich sie auf ihre Reisen begleitet. Die Schönheit meiner Mutter, wenn sie sich auf der Bühne voll und ganz ihre Rolle verschrieb, hat mich zutiefst bewegt. Dadurch ist mir eins klar geworden. Jemand, der etwas mit Hingabe tut, was immer es auch sei, strahlt ein Leuchten aus, das ans Herz geht. Sei es das Leuchten von Selbstkristallen oder das Glitzern von Herrscherstikern. Als Captain versuche ich, alle zum Strahl zu bringen. Aber genug davon. Du bist wie Matsurikas Prüfung hier, nicht wahr? Dann zeig mir doch mal, wie stärker du geworden bist. Gern doch, los geht's. Rückkampf gegen Elima. Für mich ist das auch eine Art Prüfung, bei der ich herausfinden muss, ob die Strategie, die ich mir zugelegt habe, funktioniert. Ja, auf geht's, nicht viel labern. Auf in den Kampf! Captain Elima fordert dich heraus! Captain Elima setzt Magnus Spector ein. Ach ja, stimmt. Charmprise. Das gab es ja in Pokémon Ultra Sonne oder auch in Pokémon Sonne. Als Gegner wird man besiegen. Gift-Hieb ist effektiv. Okay, dann sehen wir mal. Wie effektiv? Ja, so mittelmäßig. Aber auch dadurch effektiv, dass es vergiftet. Vergiftung ist immer gut. Minikro hält etwas aus. So. Dann testen wir gleich mal die neue Z-Kraft. Vernichtender Säureregen. Ja. Wie gesagt, ich kann heute nicht wirklich sprechen. Die neue Z-Attacke von ihm. Also ich habe jetzt mal den Venikro meine Gift-Z-Attacke beigebracht. Da darf es jetzt mal austesten. Haben wir bisher noch nicht ausgetestet, weil wir auch keine Gift-Pokémon hatten. Vernichtender Säureregen. Mal sehen, wie vernichtend er ist. Ja. Könnte vernichtender sein. Hui. Linguistisch am Arsch. Um es so zu sagen. Aber das war ordentlich. Hat ordentlich reingehauen, das Vinicro. Eine gute Ultra-Bestie. Dragon, der ist auch eine gute Bestie. Keine Ultra-Bestie, aber eine gute Bestie. Der so reinhaut, ja, das kann auch schon bestialisch sein. Drachenklaue, komm, mach den Rest. Mangus Vector besiegt. Wahrscheinlich nicht dein stärkstes Pokémon. Pikachu erreicht Level 56. Farbigel. Wir kämpfen natürlich weiter. Farbigel, ja, was willst du denn damit?
Das war ihr Prüfungs-Pokémon. Das hat sie in der ersten Prüfung auf Mele Mele, in unserer ersten Captain-Prüfung, eingesetzt. Hui! Das kann Wasserattacken, das Frau Beagle. Wohl Wassermalfarbe oder was? Antikraft. Mir so schwer ist die Prüfung gar nicht. Auch Dragon hält ein bisschen durch. Also, ja, schon machbar. So, dann muss der nächste weiterkämpfen. Der nächste ist Lenny. Ist auch ein Psycho-Gift-Pokémon. Eher Psycho als Gift. So, ich glaube, eher ein weniger Gift. Oha, jetzt habe ich Psycho-Ball, nein, einen Spukball eingesetzt. Das ist wirkungslos laut Ausschreibung. Oh nein, das ist schlecht. Sollte man nicht verursachen. Psychokinese, komm. Ah, das ist Surfer, die Attacke. Okay. Sieht fulminös aus. Fulminös. Fulminös. Da war es nur noch einer. Den kriegen wir auch noch hin. Koalidu. Ja, ein kleiner Koala, der kämpfen will. Oder halt einfach schlafen will. Er sieht sehr schläfrig aus. Er will wohl lieber schlafen als kämpfen. Tiefschlag. Er kämpft aber im Schlafen. Okay. Tiefschlag wird nie eingesetzt. Naja, nie ist ein bisschen übertrieben, aber in diesem Kampf nie. Steve ist an der Reihe. Der kann eine schöne Attacke. Das ist Nitro-Ladung. Die hoffentlich hinhaut. Oh, die Z-Attacke vom Koalidu. Das will ich auch mal sehen. Z-Attacke. Hyper-Sprint-Angriff. Ach, kenne ich. Ist nichts Neues. Aber könnte meinem Steve ein bisschen schaden. Könnte ihm was antun. Oh, meine Fresse. Das könnte ihm was antun. Ja, kann man wohl so nennen. So, mein Starter-Pokémon. Du warst bei dieser Prüfung, als das erste Mal gemacht wurde, auch schon mit dabei. Damals warst du noch ein kleines Bautz, aber diesmal bist du stärker und kannst ordentlich reinhauen und angreifen. Hui. Hältst aber nicht sehr viel aus. Im Gegenteil zum Koalidu. Das hält ordentlich was aus. Tiefschlag. Oha, ich hätte einen Trank einsetzen sollen. Ah, hätte Fahrradkette. Da war es nur noch Pikachu. Ja, ich sollte mir Gedanken machen. Über Tränke und Beleber und so weiter. Das wäre vielleicht ratsam. Aber shit happens, ich setze Stromstoß ein. Ja, shit happens, Holzhammer. Besiegt. Aber Koalidu ist noch so ein kleines Püppelchen hier. Sehr knapp. Komm, beim nächsten Mal schaffen wir es. Ein kleiner Schnitt und dann haben wir es erledigt. Dann haben wir die Prüfung bestanden. So mach ich's doch immer. Auf geschafftet. Beim zweiten Versuch. Juha. Captain Elima wurde besiegt. Nicht schlecht. Diese Runde geht an dich. Zwingfee gewinnt 6120 Pokémon-Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen Elima hervor. Du bist, nein, du und deine Pokémon seid ein noch interessanteres Team geworden. Hier, dieses Blütenblatt strahlt die gleiche Wärme aus wie ich. Ein oranges Blütenblatt. Hier ist das Item Oranges Blatt. Oranges Blatt wurde in der Basis-Items-Tasche verstaut. Und dann haben wir ein schwarzes und ein grünes und ein türkises Blatt und dann haben wir irgendwann einen bunten Blumenstrauß zusammen. Damit hast du schon zwei Blumenblätter. Was wohl passiert, wenn du alle sieben beisammen hast? Krieg ich eine Blume und kann die Blume abgeben bei Elima. Nein, nicht bei Elima, sondern bei Matsurika. Tali hat auf dem Mahalo-Bergfahrt übrigens ziemlich hart trainiert und bereits deutlich an Stärke hinzugewonnen. Was sagst du? Soll ich dich zum nächsten Captain bringen?
Und wenn es nicht dauert, sofort weitergeht, ja bitte. Weil ich würde diesen Part jetzt gerne unterbrechen und mit dem nächsten Captain dann im nächsten Part weitermachen. Wenn es recht ist, dann dauert diese Prüfung halt ein paar Parts länger. Also, ja, wird eine große Prüfung. 7 Captains müssen wir insgesamt besiegen. 2 haben wir schon. Es macht nach Adam Riese. Lass mal kurz ausrechnen. 7 minus 2. 5. Eventuell. Also, ja. In dem nächsten Part und dann werden wir irgendwann mal fertig damit. Ja, bitte bring mich hin. Dann auf zum Schatten-Dschungel. Ich war schon lange nicht mehr auf Akala. Wenn wir nicht sofort mit dem Kampf beginnen müssen, dann ist in Ordnung. Der Schatten-Dschungel. Der Geschmack von Mahos Spezialmenü hat sich mir ins Gedächtnis gebrannt. Ich hoffe, dein Magen ist strapazierfähig, Zwergfee. Alola. Ja, ich würde dann gerne mein Pokémon-Team heilen und dann können wir aufbrechen in die nächste Prüfung. Im nächsten Part. Ich werde auch mein Pokémon-Team offscreen heilen im Pokémon-Center und ja, wir sehen uns. Dann mich noch um, sollte euch dieser Part gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja, kein weiteres Video mehr in dieser Frist verpassen wollt. Das war dahin genuschelt. Aber man sieht sich. Gehabt euch wohl, haut rein. Ciao, ciao. Im nächsten Part geht's hier weiter. Bis denn!